Es kam keine Abfrage, also es ist kein richtiger Dungeon, das war so ein kleines Ding. Aber ich glaube, das war der Rätsel-Dungeon. Genau, mit den Fackeln, wo eine aus war. Nee, wo die aus waren, je nachdem, auf welche Druckplatte man tritt. Alle sind aus, okay. Dann. Also beim allerersten Mal, wo wir hier waren, hatte ich es, glaube ich, sinnvoll gelöst. Beim zweiten Mal, als ich hier war, bin ich einfach nur wild auf Platten getreten. Das sieht gut aus. Das ist nicht gut. So, die zwei müssten jetzt angehen. Also es drehen sich immer die beiden gegenüberliegenden. Und der rechts von einem. Jetzt. Ah, geht doch. Also, gib mir. Wow. Ah, das sind die heiligen Sandalen. Widerstand gegen alle Magieschulen um 1%. Punkt. Moment, das muss ich gleich mal genauer angucken. Und Gedöns, Gedöns, Gedöns. Sehr schön, alles plündern. Genau, du hast Widerstand. Du hast 6 Punkte Widerstand gegen Wasser. Nicht 6%. Du hast durch die 6 Punkte eine 3%ige Chance. Das heißt, sagen wir mal, wir hätten jetzt 100 Punkte in Wasser. Und wir trinken das Ding. Müssten wir dann 110 Punkte haben? Oder wird einfach immer nur 1% raufgepackt? Also wäre das denn selbst mit 6 Wasserpunkten eine 4%ige Chance. 3 halt regulär und plus 1 obendrauf. Oder, das ist mal wieder einer von diesen kleinen doofen Schreibfehlern und das bringt einfach nur plus 1 auf Wasser. Wie so ein pulsierendes Fass zum Beispiel. Oh ja, Kiruvan kriegst du so oder so. Das heißt, ich denke mal, es wird jetzt überall hier eine 1 dazukommen. Und das ist richtig. Also war da ein Schreibfehler drauf. Schade. Weil Prozent mehr Resistenzen, das wäre ganz schön heftig. Also jetzt am Anfang natürlich nicht, da haben wir eh nur ein, zwei Punkte. Aber wenn wir später 20, 30, 40 Punkte haben und davon dann Prozentwert erhöht wird, das ist dann super. Deswegen werden normalerweise keine Prozentwerte in Rollenspielen benutzt. Das eskaliert viel zu schnell. Wenn du irgendwas findest, was 50% mehr Schaden macht und du hast schon eine Waffe mit sehr viel Grundschaden, dann ist vorbei. Das zu balancen ist ziemlich schwierig. Hier können wir nicht durch, aber auf der anderen Seite war was. Genau, da ist noch ein Brunnen. Kämpfen wir uns mal kurz dahin durch. Hier wollen wir noch nicht rein. Das ist der Ende des ersten Aktes. Das Ende. Da ist die Brücke nach Seehafen. Oh, hallo. Ne, auf einen anvisierten Feind. Ja, schade. Ich dachte, sie hätten vielleicht irgendwie gepatcht, dass das jetzt doch auf mehrere geht. Er braucht unbedingt einen Spot für mehrere Ziele. Spalten. Brennen. Wurzeln. Blitzdingsen. Aua. Du Blitzdingsen. Spalten, das mal wieder nicht geklappt hat. Feuer. Und er prügelt weiter auf die bewusstlose Druide. Nein. Das ist nicht nett von dir. Hauen. Feuer. So. Teleporter sind eingezeichnet und haben sogar ein neues Symbol bekommen. Das ist schön. Und hier war doch nichts. Außer das Skelett da. Aber das hat nichts dabei. Ich guck mal ganz kurz. Nein. Ohne Ilas-Segen kommt ihr hier nicht weiter. Okay. War das in der Presseversion auch so? Ich glaube, da stand einfach, geht nicht. Also ein 404-Ding. Das heißt, jetzt haben wir wenigstens eine einigermaßen Erklärung, warum wir das Ding nicht benutzen können. Unsere Helden jedenfalls.
So, ein Eisenhelm mit einem Rüstungswert. Den kriegst du. Tunika mit zwei Rüstungswert. Könnte der Paladin fast bekommen. Aber wenigstens keine Abzüge. Moment mal, Talanas Robe hat drei. So, Paladin. Bitteschön. Ignoriere die Wölbung, die Talana hinterlassen hat. Zieh es einfach an. So, hier können wir nicht durch. Das sieht so aus, wenn etwas versteckt sein könnte. Ja, eine Kiste. Klick. Schmuckarmband. Rüstwert 1. Rüstwert 1. Kommt alles mit. Tank. Zurück. Das kann weg. Ja, doch, langsam können wir, glaube ich, in die Stadt zurück. Also noch ein, zweimal schlafen. Komm her. Weil ich will Geld ausgeben. Ganz viele Zaubersprüche kaufen und... Stimmt. Zaubersprüche kaufen, identifizieren. Vielleicht ein, zwei Expertenringe. Wäre schon ganz schick. Und wenn wir das ganze Zeug verkaufen, eventuell auch diesen Supertrank für Gerugon. So, du kaputt. Talana braucht unbedingt einen Zauber, der auch auf Reichweite geht. Momentan hat er nur die vier Felder um uns rum Geschichte, was nicht so wirklich toll ist. So, das. Darfst wieder nicht zaubern. Wurzeln. Ja, komm. Er kriegst mehr Schaden durch die Pfeile dann. Pew, Wurzel. Pew. Sind das zwei? Oh. Sind zwei. Hat gar nicht wirklich aufgefallen. Dann komm mal her. Ihr braucht ganz schön lange hierher. Also ja, wir wurzeln euch immer, aber wir können nur einen von euch wurzeln. Pew, pew, pew. So. Dich. Hauen wir kaputt. Kaputt. Mittlerer Mana-Trank, mittlerer Lebenstrank. Also das bin ich echt ungewohnt. Ich meine, in unserem letzten vorletzten Durchlauf in der Presseversion, da hatten wir die mittleren Tränke erst bekommen, als wir quasi schon in Akt 2 waren. Also kurz vorher. So, hauen, hauen, spalten, hauen. Kein Gift, gut. Hau, hau, hau. Trick. Sehr gut. Plätscher, Plätscher. Was läuft flüssiger als jedes Gedicht? Fällt gerne und kann nicht klettern. Wasser. Okay. Rätselkisten. Oh, sehr schön. Das ist eine super Addition zu dem Ding. Nein, Addition klingt doof. Ein super neues Feature für das Spiel. Genau, klingt schon besser. So, also Anfang war euer Reisebeginn vor den Toren vom Seehafen. Jetzt geht 9 Schritte in Richtung grausames Meer. Können wir also erst in Akt 2 anfangen. Gucken, was da rauskommt. Aber die Rätselkiste ist schon mal super. Ein bisschen einfach, aber das wird bestimmt noch schwieriger. So, einmal schlafen. Dann noch ein wenig töten. Die Spinnen da zum Beispiel. Und dann gehen wir nach Hause. Was machst du? 10 Glück. Das kann da nichts flankieren. Das sind wirklich nur die Spinnen. Was ist da ein Gargoyle? Ich hoffe mal, das ist nur Deko. Ich erinnere mich an garstige Gargoyles in Might and Magic. Also die älteren Teile. Du schießen, du Feuer, du Wurzel, du schießen. So, du wirst gespottet, wirst verbrannt, wirst gewurzelt, wirst geblitzdingst. Du wirst gehauen, wirst gebrutzelt. Warum darf Dirk jetzt nochmal? Und Gerugon? Komisch, okay.
das, das und weg. Also die Spinne war dran, ist nach vorne gegangen. Wir haben sie angegriffen eine Runde lang. Sie war fast tot. Sie hat Gerogon angegriffen, weil Gerogon sie gespottet hat. Gerogon hat gehauen, Terrik hat verbrannt, die Spinne war tot. Denn wären die beiden eigentlich belegt, die beiden hätten noch was machen können und dann wäre die Spinne dran gewesen. Es könnte ein Bug sein. Oh, da waren die Banshees, da sollten wir, glaube ich, erstmal von Abstand nehmen. Und du bist gar kein Gargoyle, du bist ein Drache. Hinten sind die Banshees. Da. Da ist die Kiste. Banshee, Kiste. Banshee. Oh, und noch ein Obelisken-Ding. Ja, aber nee. Nee. Wir gehen mal Richtung zu Hause, gucken, ob wir unterwegs noch irgendwas finden. An Gegnern. Könnten wir mal kurz zum Händler reingucken, ob der irgendwelche über... Oh! Teuerten Sachen hat. Und nehmen wir so eben 630 Gold und ein bisschen Gedöns mit. Das ist doch auch schick. Fahrender Kaufmann, was hast du denn so Schönes? Wir hätten gerne Experte für Feuermagie. Trick. Experte für Erdmagie. Jallen. Experte für Primärmagie. Kann keiner, okay. Und du? Auftrag der Naga-Tee. 200 Gold, okay, kaufen. Handeln, so. Ich guck mal ganz kurz. Wir merken uns. Der Ring hier. Ist beim fahrenden Händler 50 Gold wert. Ich habe den Test schon mal gemacht, ich weiß. Das war was anderes. Ich wollte testen, ob Rüstungen beim Rüstungshändler mehr wert sind als beim Waffenhändler zum Beispiel. Und dem war nicht der Fall. Aber dem fahrenden Händler habe ich echt den Verdacht, dass er teurer ist und uns etwas über den Ohr hauen will. Deswegen merken wir uns, der ist hier jetzt 50 Gold wert. Das heißt, wir gehen dann in die Stadt und versuchen den Ring da zu verkaufen und gucken, ob es auch 50 Gold sind. Wasser fließt frei. Ja, nee. Gegen Feuermagie, gegen Dunkelmagie. Aha, permanente Tränke. Dieses kaufen wir so oder so. Egal, ob sie überteuert sind oder nicht. 700. Gekauft. Ja, und raus. So. Ja. Gerogon sollte eigentlich alles bekommen. Ich will nur mal kurz gucken. Ihr lernt die Fähigkeit Schädelspalten, ihr lernt die Fähigkeit unaufhaltsamer Angriff. Ihr lernt die Fähigkeit Abfangen, ihr lernt die Fähigkeit heftiger Schlag. Ist eins davon Gruppenspott. Weil wenn wir keinen Gruppenspott haben, dann ist er auch als Tank nicht ganz so sehr zu gebrauchen. Dann sollte eventuell einer von den Magiebegabten, also eher auf Magie fokussierten Charakteren, auch mal an so einem HP-Tränkchen schnippen. Sonst kippen die aber später zu schnell um. Ich vergleiche mal ganz kurz Werte. 100. 84. 81. Talana wird zwar momentan unser schwächstes Mitglied. Obwohl sie alle gleich viel Vitalität haben. Was? Macht 6. Macht 5. Macht 4. Liegt also an der Macht nur. Wo ich keine Punkte draufsetzen will. Und er hat wahrscheinlich Ausdauer. Genau, du hast Ausdauer. Du hast Ausdauer. Du hast Ausdauer. Die haben alle eine Ausdauer. Warum ist das ein hoher Punkteunterschied? Kriegen die Rassen wirklich einen festen Bonus auf bestimmte Sachen? Oder die Klassen? Nö, steht da nicht. Ja. Oh, es könnte eine ganz fiese Sache sein. Dass die Lebenspunktmodifikationen nicht kumulativ sind. Also, das war es halt bei Morrowind so. Wenn man Level-Up hatte, nimmt er nur den momentanen Stand an Vitalität oder was auch immer für ein Attribut dafür zuständig ist, wie viele Lebenspunkte man bekommt. Dann hat man den Level-Up, kriegt er meinetwegen einen Prozentsatz von den momentanen Vitalitätspunkten und hat dann nachher einen höheren maximalen Lebenspunktwert.
Dann hat man später wieder ein Level-Up, dann werden wieder Prozentpunkte verwendet und so weiter und so weiter. Problem war allerdings, wenn man zwischendurch seine Vitalität erhöht hat, dann wird nicht rückwirkend die ganze Berechnung gemacht, sondern einfach nur ab dem Level sind dann alle Stufenaufstiege besser. Aber es kann ja nicht so sein. Oder? Vitalität steigert die maximale Lebenskraft um 4 pro Attributspunkt. So weit, so gut. Kriegen unsere Helden allgemein mehr HP und Mana einfach so bei einem Stufenaufstieg? Da muss ich drauf achten. Stift, Papier, wie sich das für ein RPG gehört. Gerugon hat 125 LP, 50 Mana. So. Okay, jetzt trinkt ihr die beiden Tränke. Das so und so. Also, 130 und 55. So, jetzt gucken wir beim nächsten Stufenaufstieg, bevor wir irgendwelche Punkte verteilt haben und bevor wir irgendwelche Skills verteilt haben, die ja auch Einfluss auf sowas haben können, ob er mehr Lebenskraft bekommen hat. Weil dann hängt es wirklich von der Klasse ab. Oder halt von den vorherigen Stats, was da nicht so schön wäre. Aber ich denke, es sind wirklich die Klassen. Wäre auch ein schönes Feature. Da müsste man wirklich darauf achten, was für Klassen man spielt. Weil wenn man dann Sabel 3... Oh, Schaufel. Komm mit. Wenn man Sabel 3 Freimagier nimmt und die dann als Klasse immer wenig Lebenspunkte bekommen... Irgendjemand stinkt schon wieder. Also wenn man 3 Freimagierinnen nehmen würde und die alle schwach auf der Brust sind, dann könnte man eventuell später ein Problem haben. Oh. Hallo, bist du alleine? Ja. Spotten, brennen, Wurzeln, blitzen. Hauen, hauen, Wurzeln. So. Ab nach Hause. Langsam genug rumgeturnt hier. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass man so ein bisschen rumrätseln kann. Das mag ich tierisch bei RPGs. Also wie die hinterliegenden Mechaniken so funktionieren und so ein bisschen Feintuning betreiben an den Charakteren, an der Gruppe und wann bekommt wer welche Ausrüstung, wann bekommt wer welche permanenten Sachen. Also gerade solche permanenten Sachen finde ich echt super. Momentan kriegt das zwar alles Gerugon, aber wenn wir dann merken, dass der Rest der Gruppe plötzlich zu schnell umfällt oder zu wenig Mana hat oder was auch immer, dann müssen wir halt in der Richtung ein bisschen was machen. Was ist noch richtig schön wäre, wenn das Geld begrenzt wäre. Also so wirklich begrenzt, dass man später Gegenstände nur bekommen kann, wenn man jetzt am Anfang tierisch knauserig ist. Solche Sachen gab es in Gothic 2. I like those buildings. A dwarf could feel at home in there. Du magst die Gebäude hier? Ja, sind ganz nett. Also ja, solche Features wären auch noch ganz cool. Dass sie einfach so aus anderen älteren Spielen auch noch was reinfuchsen. Mal gucken, was da noch so alles kommt. Das erste Addon ist ja auch schon geplant. Da wollten wir, glaube ich, nicht hin. Nee. Hat auf jeden Fall alles sehr viel Potenzial. Und das ist jetzt schon wesentlich abgerundeter. Also wenn wir unseren ersten Run bedenken, mit drehenden Wölfen und fehlenden NPCs und nicht wirklich flüssigen Bewegungsanimationen und all sowas, hat sich schon sehr viel getan. Wo laufen wir eigentlich die ganze Zeit hin? Wir wollen essen. Und schlafen. So, Proviant kaufen. 50 Gold für 6 Stück. Sogar noch günstiger, als ich dachte. So. Du. Wir hätten gerne einen Auftrag. Ja. Und du, wir könnten dich anheuern, aber du kostest Gold. Also du kostest einmalig Gold und du kostest danach immer wieder Gold. Aber ich glaube, er brachte erholsame Rast oder so und dann haben wir mehr Erfahrungspunkte bekommen. Also ich glaube, ich heue ihn mal an. So, so. Ja. Jo. 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 Nein, nicht entlassen. Nein, nein, nein. Raus.